Schnell noch Wasser, Schlückchen Wasser trinken. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute begrüßen, weil ein kleines Spaßvideo, Wein Plus und ich, Sam und ich machen heute ein Video, das wir bestimmt auf beiden Plattformen, sowohl bei mir. Hast du schon angefangen eigentlich oder probst ja, du noch? Ja, nee, machen wir einfach mal so. Nee, wir sind heute mal ganz entspannt. Wir machen das nicht so wie er. Wir stecken uns jetzt heute nämlich nicht hinter einem Monitor, weil er muss heute nicht tippen. Deswegen können wir hier gleichberechtigt sitzen. Nicht ich immer hinten am Katzentisch, sondern wir sitzen beide heute hier und machen ein kleines Video mit ein paar Weinen, die wir uns gegenseitig einschenken. Ich erkläre das ausführlich, warum du da hinten sitzt und ich da vorne sitze. Und jetzt heißt es Katzentisch. So ist es. Wir machen eine kleine Blindprobe. Mit der Notwendigkeit. Wir machen eine kleine Blindprobe und ich finde, wir fangen direkt an. Gib mir mal dein Glas. Ich nehme. Haben wir hier so hingesetzt? Schon. Wir hatten und vorhin schon eine Probe. Das avenier das mal kurz. Danke. Ja, wir haben schon ein bisschen probiert. Das Video mussten wir dann aber abbrechen, weil wir hatten zu viele Fehler im Video. Alleine die falsch deklarierten Weine der eigentlich unfehlbaren Datenerfassung von WeinPlus. Das gab ein Gebrüll eben im Nebenzimmer, als der Sam eingegangen ist und seine Leute rund gemacht hat. Nein, stimmt nicht. Ich werde hier diffamiert. Das ist der reinste Medienkrieg gegen mich. So, für alle, die sich jetzt fragen, wer ist eigentlich der Typ, der da die ganze Zeit redet? Mein Name ist Felix Botmann. Ich schreibe über Wein, unter anderem auf meinem eigenen Blog, das heißt der Schnutentunker. Und ich mache Videos über Wein in meinem YouTube-Kanal Die Webweinschule und ich podcaste über Wein in meinem Podcast Blindflug. Und ich schreibe auch noch in antiken Medien und mache so alles Mögliche. Und wir sind uns deswegen immer wieder über den Weg gelaufen und haben jetzt auch schon ein oder zweimal Videos für Wein Plus gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, auf dem Rückweg von der Jury-Sitzung des Vaihinger Löwen nach Berlin. Haben wir das letzte Mal nicht eins für dich auch gemacht? Nee, haben wir noch nie. Machen wir mal ein Video zusammen und mal eins, wo wir anders verkosten. Erstmal Cheers, schön, dass ich hier sein darf. Das ist jetzt die Rache dafür, dass er hinter mir sitzen muss, wenn wir Videos für mich drehen, ist, dass ich hier nie zu Wort komme. Wenn er die Schnauze aufmacht, dann hat ja keiner mehr was zu sagen. Ja, das Schöne ist, es muss ja eh immer einer reden. Wenn deine Frau anruft, ist das was anderes, habe ich gemerkt. Ich darf mit dir reden. Ich komme überhaupt nicht zu Wort. Das war meine Tochter, Hase. Das war meine Tochter. Mach nix. Ich habe nicht so genau mir gewünscht, dass ich dem Sam 4 Weine einschenken darf. Und er weiß nicht, welche es sind, logischerweise. Er schenkt mir auch ein bisschen was blind ein. Weil ich aber nun auf Reisen war, habe ich die Weine nicht mitgebracht, sondern ich habe seine Assistentin gebrieft. Ist Assistentin richtig? Oder deine? Nein, das passt. Die auch das Probenmanagement macht. Und habe quasi ihr einen Filter auferlegt, mit dem sie Weine ausgesucht hat. Sodass der gute Sam einerseits blind fliegt, andererseits weiß, dass er diese Weine schon mal verkostet und bewertet hat. Denn sie kommen aus dem Archiv, aus dem Konterflaschenarchiv von Wein Plus. Und er sitzt natürlich auf dem heißen Stuhl, weil er muss dann gleich nachgucken, was er den Weinen gegeben hat, nachdem er sie hier nochmal so auf die Schnelle bewertet hat. Na, vielen Dank. Also für mich ist das der totale Blindflug. Er hat mich darauf vorbereitet, dass er das derart macht. Also wie er das genau macht, hat er mir nicht erzählt. Ich weiß jetzt, dass er meiner Assistentin erzählt hat, sie soll Weine aussuchen, aber ja, du weißt es selber auch nicht, welche Weine. Ich habe jetzt eben mal schnell geluschert bei den beiden. Ach, du durftest nachschauen? Ja, ich durfte nachschauen. Ja, du schenkst mir blind Hallo? Ein. Hallo? Du schenkst mir blind ein, ich schenk dir blind ein. Jetzt habe ich mich schnell mal schlau gemacht. Okay. Ich brauchte das ja auch für die Reihenfolge. Das heißt, jetzt deine Bühne. Analysier doch mal ganz kurz. Ich check nochmal die Kameraeinstellung und du analysierst nochmal ganz kurz. Also das ist ganz jung. Also zur Information, das Archiv oder nein, das Weinlager, das Archiv ist im Keller, das mit den richtig reifen Weinen, das Lager, das ist nebenan, da liegen im Moment so oder stehen im Moment so 3000 Weine drin. Lagert ihr stehend? Ja. Wollen wir alle wissen, weil? Es wird alles stehen, auch das ist rein praktische Gründe. Das steht da ja auch nicht sehr lange, sondern das würde ich gerade sagen, die Weine stehen da klimatisiert bis zu einem Jahr maximal. Das heißt also, die Proben können nicht älter sein als ein Jahr. Also die muss ich innerhalb des letzten Jahres probiert haben. Wenn das dann soweit ist, dann sichte ich die Sachen. Also das geht dann so turnusmäßig nach und nach, kommen die Weine zu mir und ich sichte die dann und schaue, welche Weine kommen dann ins echte Archiv im Keller, wo sie dann ein paar Jahre gelagert werden und wo sie dann mir später wieder in Proben eingebaut werden, wo ich dann auch selbst kontrollieren kann, wie habe ich die
den Trinkzeitraum eingeschätzt und wie haben sie sich entwickelt und so weiter. Das passiert nicht immer wieder blind, sondern ich hole da auch mal Weine raus, die ich mit Leuten trinke, die dann aber trotzdem, wo ich dann schon versuche mitzuschreiben und dann das auch veröffentliche, sage, wie hat sich der Wein entwickelt. Aber immer wieder kriege ich die Weine auch blind, einfach vorgesetzt in Flights und das heißt, ich gebe die denen, die bauen die mir die ein. Ja. Ne? Also. Das ist das echte Archiv und die, die dann übrig bleiben, die werden hergegeben gegen Spenden, die wir dann spenden. Ich kann mal daran denken, dass ich gleich mal draußen die Station filme und dir das mit reinschneide hier, wie das aussieht, wo man also auch alle Nachbarn können hier vorbeikommen und müssen dann in den Spendentopf was werfen. Genau. Und können sich dann jederzeit Flaschen rausholen. Konterflaschen, aber auch angebrochene Flaschen von den ganzen Sachen. Genau, die offenen Flaschen, richtig. Ja. Ist ja alles schade, das wegzuschütten. Ich fühle mir das alles verschenkt. Dann kamen halt die Leute mit den dicken Autos und haben sich das Zeug, die Karren vollgeladen und haben es wahrscheinlich selber verkauft und gesagt, Moment, das können wir auch. Und dann spenden wir das Ganze, das ist also eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wie viel habt ihr letztes Jahr gespendet? Oh, das habe ich nicht im Kopf, das kann ich da nicht sagen. Aber es ist schon fünfstellig, ne? Oh, ja, locker. So, erzähl mal was, was hast du da im Glas? Also, wie gesagt, ganz jung, das ist noch hefig. Das ist... Ich hab's jetzt extra so gemacht, nee, dass die Spuckis nicht zu sehen sind. Das Dumme ist, du kannst mich nicht richtig aufs Glatteis führen, weil du weißt selber nicht, oder jetzt weißt du es. Ich wollte dich aber auch nicht aufs Glatteis führen. Du wusstest vorher nicht, was drin ist. Ich will es will. Also, sonst hätte ich schwarze Gläser mitgebracht. Ja, ja. Und irgendwelche Weine, die du noch nie im Glas gehabt hast. Aber ganz im Ernst, das muss man dann auch mal ehrlich sagen, man ist dann doch trotzdem immer irritiert. Man denkt dann, ha, jetzt habe ich was, das errät er nie. Und dann kommt er oft so nah ran, das ist ja krass. Der kann das ein bisschen, will ich damit durch die Blume sagen. Es ist wirklich ganz jung. Es ist 21. Es ist also wirklich ganz frisch. Das ist noch hefig. Es hat ein bisschen Kohlensäure. Das ist noch etwas spureckig. Das wirkt nicht ganz knochentrocken, aber fast. Kommt woher? Ich hab einen Verdacht. Das Witzige, das, warum ich so lachen muss, ist, dass wir, wenn es wirklich jetzt blöd läuft, hatten wir die gleiche Idee. Weil ich weiß ja, dass du ein Silvaner-Liebhaber bist und das schmeckt sehr nach Silvaner. Ist ein bisschen, wie gesagt, jung, also eine einfache Einstiegsgeschichte. Es hat so ein bisschen mehr Säure als jetzt höherwertige Silvaner normalerweise. Haben es kraftig, die Kohlensäure spielt natürlich eine Rolle. Ist ein bisschen so ganz, ganz leichten Gerbstoffgriff hat er noch. Und es ist auf jeden Fall 21. Ich würde sagen, das ist Silvaner 21. Basis Silvaner 21. Rheinhessen oder Franken oder? Ich habe die Antwort ist deswegen so leicht, weil ich also, weißt, glaube, ich habe gar keinen 21er Rheinhessen. Und wenn, dann keinen, der so schmeckt, das ist sicher Franken. Okay, gut. Wunderbar. Und dein Urteil? Naja, das ist eigentlich ganz anständig. Das hat Biss, das hat eine gewisse Struktur, das ist. Ich überlege die ganze Zeit, wen ich schon probiert habe dieses Jahr. Das ist gemein, so da kann man sich dann nicht mehr so gut konzentrieren. So arg viele waren das nämlich gar nicht. Ah, siehst du, das wusste ich nicht. Und deswegen da dachte ich mir eigentlich, ich muss ja fast rausfinden, was das ist, weil die Auswahl ist nicht riesengroß. Urteil. Wir wollen die Leute ja nicht langweilen. Hm. Das ist gut, an der Grenze zu sehr gut. Also 4 oder vielleicht sogar 85 mit der Struktur. Ich könnte auch schon mit 85 liegen. Gut, okay, wunderbar. Dann fangen wir, ich löse das jetzt noch nicht auf, weil zweiter Wein und so weiter. Ich glaube, so, wir wollen okay. Ein bisschen Komplexität hinzufügen, denn wenn er jetzt schon irgendwie aus dem Gedächtnis weiß, was er alles schon verkostet hat, dann wollen wir das noch ein bisschen spannender machen. Ja, ja, das war jetzt wirklich... Also vielleicht habe ich mir ja was einfallen lassen, wie mit dem zweiten Wein dann aufs Glatteis zu führen. Wir nehmen jetzt mal deinen ersten Wein, oder? Mhm.
Mach auch die Augen zu, wenn das nicht so abgeklebt ist, sagtest du, oder? Es ist nicht schwer herauszufinden, wo er herkommt. Deswegen musste ich ja gerade lachen, weil ich mir gedacht habe, wir hatten die gleiche Idee. Weil das ja sichtbar auch Franken ist. Gülden. Lieber. Also eine Farbe her schon mal, das sieht ganz anders aus. Gereift. Na klar. Ich habe natürlich jetzt nichts aus dem Jungweinlager genommen, sondern was aus dem Archiv. Ach, du hast deinem Gast gehuldigt. Oder wie? Was Nettes für mich genommen. Ja, natürlich. Was denn sonst? Keine Ahnung. Hätte sein können, dass du mit mir eine Fehlerweinprobe veranstaltest. Nein. Ich wollte dich ja auch nicht aufs Glatteis führen. Also das riecht schon mal fein, das hat Kühle, ne? Also warum erzähle ich das eigentlich? Du musst das erzählen. Mhm. Vor lauter Gewohnheit, ne? Also das hat deutliche Reifearomen, die aber immer noch in einen wahnsinnig saftigen Wein eingebunden sind, der erst ganz zum Schluss so diese in der Reife auftretenden leichten Mürbenaromen zeigt. Sozusagen. Das kommt also ganz, ganz lebendig ins Glas, in den Mund. Mhm. Hat Schmelz, hat Druck, so ein bisschen Rauch, viel Typizität. Und nach hinten raus kommt dann das Alter durchaus auch spürbar mit. Ich würde denken, wir sind schon ziemlich alt. Und hat eine ganz süße, schöne Frucht dabei. Also ja, nicht, süß nicht darf man davon. Aber nicht falsch verstehen. Nee, das darf man nicht falsch verstehen. Keine Restzuckersüße, sondern ist nur reife Frucht. Süße Frucht. Weil der Wein an sich schon richtig herb ist. Ja, das ist ganz trocken. Also das ist dezidiert herber Wein. Ja. Okay. Aber diese Frucht, das ist also so, wenn man jetzt in so einer Apfelwelt sich bewegt, dann ist das eher in Richtung Bratapfel sogar schon. Weißt du, also so eine richtig reife, opulente Frucht. Allerdings ist der Wein nicht opulent. Und es ist auch nicht, also es geht nur um das Aroma. Es geht nur um das Aroma, dass du den Eindruck hast, das ist ein süßes Aroma in dem Sinne und nicht unbedingt ein süßer Wein. Das ist aber schwer zu erklären, der Unterschied zwischen einem süßen deswegen, Aroma und einem süßen Wein. Ist mir das wichtig, dass wir das ein bisschen trennen. Ja. Sonst stellt man sich da was ganz anderes drunter vor. Denn das hat gar keine Süße. Es hat auch Präzision in den Konturen. Also nichts, was in die Breite geht. Ich habe mir gerade auch schon überlegt, ob ich das spucken will eigentlich oder nicht gleich trinken. Das macht einen riesen Spaß. Ja. Also wir haben neulich im Podcast, das kannst du nicht wissen, gleich 3 2004er geschickt bekommen von den Franken mal. Das ist ein halbes Jahr her. Und da habe ich mich also auch schwer daneben gesetzt und gedacht, das ist irgendwie was 11 oder 12 oder sowas. Also ich weiß deswegen, dass man beim geeigneten Jahrgang unglaublich daneben liegen kann. Also da kann man dann auch mal 10 Jahre zu jung sein. Also das kann dann 10 Jahre älter sein, als man eigentlich denkt. Auf der anderen Seite habe ich den Sechser von Paul mal getrunken, den Sechser Küchenmeister, damals noch Küchenmeister. Ja, genau. Heute heißt er ja Hoheleite, ne? Genau. Also das GG war ja mal eine Weile Küchenmeister. Das war auch sehr viel jünger, als man so denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in so einer Liga sind. Sind wir nicht ganz. Ja. So alt ist es nicht. Man muss dazu sagen, diese Weine machen erfahrungsgemäß mehrere Phasen durch. Und da kann es durchaus mal sein, dass die zwischendrin total lätschert schmecken. Und du das wirklich denkst, jetzt sind es durch, jetzt ist es vorbei mit den Weinen. Und dann kommen sie wieder. Ja. Das glaubt einem dann immer keiner, seit es doch durch. Ja. Ist es aber oft nicht. Nein, das ist ein bisschen jünger. Ist für mich der größte Jahrgang, den Silvaner je erlebt hat in Deutschland. In Deutschland. Man muss dazu sagen, dass wir in der ganz jüngsten Zeit noch ein paar tolle Jahrgänge hatten. Also 20 war komischerweise für Silvaner ein sehr gutes Jahr in vielen Bereichen. 19 war sehr gut. Das ist das Gefährliche. Man denkt immer Wein in Deutschland. Und dann ist Silvaner doch wieder anders. 11 zum Beispiel ist auch nicht so wahnsinnig überopulent etc., was ich so teilweise getrunken habe. Wir probieren zuletzt immer wieder 11 und das kann teilweise sensationell sein. Ja. Max Müller zum Beispiel, das ist einer der größten, den ich je getrunken habe. Oder 14 ist sensationell. Das ist wahrscheinlich 14 dann, ne? 14 ist für mich der sensationelle. Ja, das verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Ich habe im letzten Jahr getrunken Mai Rotlauf 14. Ich habe das Büschbi getrunken, das Stein. Verstehen das die Leute, wenn du Büschbi sagst? Bürgerspital? Doch, ich glaube, das verstehen die Leute, oder? Ich weiß es nicht. Versteht ihr das? Das war auch nicht Büschbi, das war Juspi. Entschuldigung, Juspi. Da hast du es schon. Siehst du schon? Quatsch. Also Stein GG. Ich habe ein paar 14er getrunken, weil
Ich finde, so alt muss Silvana ja nicht werden. Also, aber das ist alles schon ganz großartig. Gut, aber wir sind im Boxbeutel. Also ich würde es nicht, ich würde es auch nicht immer und in jedem Fall riskieren, Silvana ewig aufzuheben. Gerade trocknen. Das kann wunderbar funktionieren. Aber das braucht es nicht, weil in so einem Zustand ist er sowieso perfekt. Du brauchst perfekt. Ihn ja nicht reifer ja. haben. Perfekt. Das ist ja großer wunderbar. Wein. Großer Wein. Ja, ich finde es auch exzellent. Also ich würde hier, ich bin hier irgendwo in den 90ern. Also so hoch in den 90ern, dass ich sage, nicht nach einem kleinen, schnellen Probeschluck. Also wir trinken davon wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr und dann entscheide ich mich, wie weit in den 90ern. Aber also das, die 90er-Hürde ist mit Anlauf übersprungen. Ja, kein Problem. Das sehe ich nicht anders. Aber mir ging es auch so, die Weine, gerade jetzt, wenn das auch schon ein bisschen in der Flasche ist, dann braucht es trotzdem Luft. Also es ist nicht so, dass die jetzt an der Luft zusammenbrechen würden. Ganz im Gegenteil. Also normalerweise ist das ein Wein, der nochmal über ein oder zwei Tage sich weiterentwickelt. Super. Jetzt musst du ein bisschen ausspülen. Ich Ach so. Ja, du musst dann wahrscheinlich austrinken. Wir müssen es jetzt gerade eine Provision machen. Kann ich jetzt einen Schluck trinken? Ich sag dir noch nicht, was es ist, oder was? Wenn du magst, kannst du es mir schon sagen. Also ich bin am Überlegen, ich hatte jetzt natürlich gesehen, dass es einen Boxbeutel hat und eine helle Kapsel. Deswegen muss ich gestehen, dass ich gerade nicht weiß, wer es sein könnte, die ich kenne. Da gibt es ein paar, die solche Kapseln haben. Ja, aber es ist eben nicht Würsching, es ist mit so einer Kapsel und es ist nicht sauer. Nein. Es ist das Bürgerspital, 14 Steinharfe, ja. Großes Gewächs. Ja, siehst du? Und ich habe das Jus-Spiel getrunken. Jetzt habe ich das Jus-Spiel auch noch getrunken. Wie schön. Ne? Was für ein schöner Wein. Das wirst du heute Abend zum Essen natürlich auch noch kriegen. Da ist die Kapsel. Habe ich vor dir versteckt. Diese beiden Weingüter werden immer noch unterschätzt, weil sie eben auch halbtrockene. Die haben halt viele Hektar. Die müssen halt alles Mögliche verkaufen. Die machen halt. Wie ja. Kloster Eberbach, die machen halt auch irgendwie halbtrockene Müller-Thurgau, wenn die Metro das haben will. Also ja. Kloster Eberbach, nicht das Büspiel, aber. Nichtsdestotrotz. Also da gibt es ja dann die ganz, ganz kleine Basislinie, die dann so die schon die Ausschlägeflaschen haben. Mhm. Das ist ganz nett, immer so ein bisschen süßer. Mhm. Das ist das ja gar nicht. Ne? Nee. Aber das, was die mittlerweile machen, seit Robert Haller das macht. Das ist schon State of the Art in Franken. Und immer präzise und immer knochentrocken, also bei den Top-Sachen sowieso. Hast du schon ausgespült? Muss ich das ausspülen? Ja, ist schon, glaube ich, prägend, ne? Oder? Willst du hier oben drauf? Oh, das passt gut. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte einen dummen Vortrag halten. Du wolltest Robert Haller loben, das ist Robert Haller richtig. Das kann man auch nur machen. Ja. Denn was der aus dem Bürgerspital wieder gemacht hat, die Weine waren vorher schon auch meistens sehr gut, aber mittlerweile für mich mit das Beste in Franken. Ja, das finde ich auch. So. Übrigens auch süß. Rieslana von... Grandios. Das ist grandios. Edelsüßen sind Dame. Grandios. Oh. Sind wir wieder jünger unterwegs? Aber nicht ganz jung, ne? Und du wusstest nicht, was die da raussucht? Nein. Also da hat während der Sam in Ruhe verkostet, zumindest meine Zuschauer stellen immer die Frage aus, was für Gläser habt ihr denn da verkostet? Also ich verkoste gerade aus dem Gabriel Maschinen geblasen und der Sam verkostet aus dem Riedel Performance Bordeaux, ne? Nee, Burgund. Riedel Performance Burgund. Mit diesen komischen Wellendings. Als man mir die Gläser... anbieten wollte, habe ich das abgelehnt, weil sie so albern für mich aussehen. So albern aussahen. Sie sehen diese Wärmerückgewinnungsdinger aus, die auf den Dächern drehen. Da habe ich vor 2 Jahren Gläser probiert, wie ein Irrer, hin und her. Also wirklich ein ganzes Jahr lang. Immer wieder alle möglichen Weine aus allen verschiedenen Gläsern probiert. Und die hatten wir das aus Trotz doch mitgestickt zum Probieren, die Gläser. Also wir haben die gekauft, aber die Probengläser haben sie mir, zum Testen haben sie mir so geschickt. Und das waren am Ende... War diese Serie im Ganzen, diese Performance-Serie,
Die beste. Es gibt in einzelnen, also gerade Burgund gibt es noch ein, zwei andere Serien, die mir super gefallen haben. Mhm. Aber so über die ganze Bandbreite hinweg war das die stärkste. Also habe ich jetzt diese alten aussehenden Gläser. Ich habe die auch mal geschickt bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Die stehen in unserer Ferienwohnung in Spanien. Also so weit können die Meinungen auseinandergehen. Nee, ist halt in Ordnung. Ja, aber man muss, also meine Erfahrung ist, man muss aus dem probieren, was einem, womit man sich wohlfühlt. Dann, das ist viel wichtiger. Fall. Man wenn muss du, sich wohlfühlen. Wenn du dran gewöhnt bist, ist das auch einfacher. Und hier steht eine große Ecke mit fast allen existenten Gläsern und ich habe mir das hier rausgesucht, weil ich es natürlich sofort erkannt habe und weil es einigermaßen sauber war, denn die meisten sind total verstaubt. Weil ich es nicht brauche. Stimmt vielleicht, ja. Vielleicht so, alle halbe Jahr lasse ich sie dann in die Spülmaschine stecken und nochmal mitspülen und dann sind sie wieder frisch und dann stauben sie wieder ein, weil ich es nicht brauche. Außer es kommen Gäste, die sich auf spezielle Gläser irgendwie eingeschossen haben und die sich genauso, wer an ein Glas gewohnt ist, kommt damit besser zurecht als mit einem neuen Glas. Da ist die Glasqualität nur so mittelbedeutend. Ja, also ich mag vor allem die Handlichkeit. Mir geht es darum, wie schnell kann ich schwenken und so. Ich trinke normalerweise, weil ich gucke jetzt gerade da runter, weil da steht ein Sophienwaldkarton. Ich verkoste ja zu Hause meistens auch Sophienwald-Weißwein, das ist noch kleiner. Es gibt dann auch Leute, die sagen, aus dem Fingerhut kann ich keinen Wein probieren. Ja, das gibt mir auch so. Ich brauche, wie man sieht, Volumen. Und für den Wein brauchst du auch Volumen, weil der Wein hat auch eins, das riechst du schon. Ich habe noch nicht probiert, aber das hat eine Dichte und eine Tiefe und eine Konzentration. Und ich habe einen schon beim ersten Reinriechen einen Verdacht gehabt, was das ist. Also ich hätte das, was bei mir zwiespältige Gefühle auslöst, weil wenn das wirklich das ist, was ich denke, dann habe ich davon keine zweite Flasche. Und das ist sehr schade, weil ich die eigentlich aufheben wollte. Ich habe den, mein Tipp ist im Moment vom Riechen her, das ist Mai. Mhm. Es ist nämlich wieder Silvaner. Mhm. Aber es ist so dicht, so konzentriert und so komplex in der Nase. So viele Silvaner gibt es überhaupt nicht, die das können auf der Welt. Musst du Rudi Mai anrufen und sagen, wir haben ein Video mit deinem Wein gemacht, ich brauche ja, einen. Das ist halt, weißt du, das sind so die Sachen, die halt meistens ausverkauft sind. Jetzt brummt wieder dein Computer irgendwie. Jetzt brummt wieder mein Computer. Hm. Da ist die Lüftung im Eimer. Aber wir brauchen ihn ja leider gleich, damit wir nachgucken können, was du den Wein für Punkte gegeben hast. Ja. Das musst du auch mal verkosten, damit du uns mal sagen kannst, ob es dir gefällt und ob es wirklich Mai ist. Also gefallen, das ist in der Nase so tief und komplex. Ich finde den Wein grandios schon in der Nase. Also ich habe Gänsehaut, das ist riesig. Hm. 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 Was? Das ist noch schlimmer. Was denn? Das ist gar nicht Mai. Sondern? Ach du Scheiße. Na, was ist es? Zum Glück habe ich den gekauft. Was ist es denn? Also die letzten Flaschen, die ich noch gekriegt habe. Puh, muss ja aufpassen, dass mir das Glas nicht aus der Hand fällt. Das ist, weil das der unfassbarste Silvaner ist, den ich bislang nie im Glas hatte. Es ist leider zu einfach. Das ist Maustal, ne? Das ist 20 Maustal. Ja. Oh, guck mal, wie gut er das kann. Können wir das auch auflösen? Das ist sofort Schweißausbrüche. Das ist unfassbar. Jetzt steigt der Sekundärmarkt von 20 Maustal auf 500 Euro die Flasche. Es ist Maustal 2020. Ich kann mich übrigens anschließen. Ich durfte es ja nur nicht so hier abfeiern. Ich habe auch Gänsehaut. Das ist unglaublich. Also, das fährt mir bis in die kleinste Zehe der Wein. Ich habe dir deswegen jetzt auch gar nicht mehr einen Lote rausgeleiert. Das andere ist Hofkeller. Silvaner 2021 trocken. Es ging um Hofkeller. Einfach um die Frage, den höchstbewerteten. Müssen wir nachschauen. Und das ist der höchstbewertete. Ja, der höchstbewertete. Dein höchstbewerteten und dein niedrigstbewerteten mit der Einschränkung dessen, was man noch veröffentlicht. Also natürlich gibt es hier auch Silvaner, die kriegen 73 Punkte, weil sie als fehlerhaft anerkannt. Das müssen wir hier nicht verkosten und das wollen wir auch nicht hier irgendwie jetzt mit großem Publikum niedermachen, sondern das ist tatsächlich dann aber, glaube ich, 84. Guck mal nach, hast du 84 gegeben, glaube ich, jetzt hast du 85 gegeben. Schau doch mal kurz nach. Ich kann dir die Nummer geben, wenn du die brauchst. Die haben nämlich so ein Riesensystem, sind alle immer 271422. Achso, ja, das ist ja die Konter, das heißt, da sehe ich die Nummer nicht gleich, aber wenn ich die abspeichere, zeigt es mir ja das Weingut. Jetzt warte mal. Rup.
Sauvignon. Ne, müsste Silvaner sein. 85. 85, siehst du. Chapeau, Monsieur. Ja. Steht übrigens das Gleiche drin. Säurebiss, süßlicher Schmelz, Kohlensäure, ist alles genauso wie... Ja gut, aber das ist 3 Wochen her. Wie viele Punkte hat das Maustal? Das weißt du auswendig. 95. 95? Ja. Du bist aber geizig. So langsam habe ich den Eindruck auch. Das ist geizig. Also das ist etwas, wo ich bei einer... Aber es ist groß. Also das, ja, ist, das bei ist uns groß. Ne? Die Frage ist, warum, also was unterscheidet das jetzt von 100? Wenn du sagst, es ist der größte Silvaner, den du je getrunken hast, wäre im Umkehrschluss klar, Silvaner ist eine minderwertige Rebsorte, die nicht den perfekten Wein machen kann. Nein. Moment, stopp. Komm, schenk mal was ein, wir können das diskutieren. Wir können wie das lange diskutieren, haben, wenn wir verkosten. Wie lange haben die Leute auch gebraucht, um... Von dem vierten. Ach so, ich hab ja noch einen. Ja. Entschuldigung. Der ist schon so verwirrt. Dass der Wein verwirrt einen ja auch. Dankeschön. Du kannst ja auch erstmal austrinken. Ich muss das ja verkosten. Ja, das ist schön, die Netflix. Also 100. Entschuldigung, davon habe ich selber nur... ich habe keine Handvoll Flaschen davon. Er hatte ja auch, ich glaube, das Weingut hat in 2020 nur 9000 Flaschen Wein produziert, weil der Rest ist dem Frost zum Opfer gefallen. Ne? Irgendwie sowas. Das war brutal. Deswegen sei es ihnen auch so gegönnt, dass der Wein und deswegen ist es, das ist natürlich für mich auch ein Schmerz, deswegen habe ich vorhin gesagt, noch schlimmer, dass jetzt die Flasche weg ist, weil das eigentlich viel zu jung ist, das Ding jetzt zu trinken. Nö. Doch. Nein. Doch. Nein, hast Gänsehaut und es durchfährt dich. Also was soll's? Trotzdem. Was willst du denn mehr? Ja, ich weiß, dass das war mir klar, dass das jetzt kommt, aber nichtsdestotrotz. Nicht gierig werden hier. So, jetzt mal 100 Punkte. Warum nicht 100 Punkte? Weil 100 Punkte, also ich weiß ja, was 100 Punkte sind. Ich hatte das ja schon mal. Und weil es trotzdem immer noch eine Steigerung in Sachen Komplexität, Finesse, Tiefe gibt. Gibt es einfach. Weiß ich, kenne ich. Ich kann das Glas nicht festhalten. Ich habe Gänsehaut bis in die Zehen. Ja, aber das habe ich halt bei Weinen. Die 95 bedeutet groß. Und bei groß bedeutet Weltklasse. Und Weltklasse, dann ist es halt so, dass ich so reagiere. Da müsste ja keine 100 kriegen. Okay. Aber trotzdem reagiere ich so. Und im Moment habe ich ja schon gesagt, 95, es könnte sogar sein, dass das noch zu niedrig ist. Und ich wäre jetzt vorhin auch wirklich innerlich schon bei 6 gewesen. Oh, da geht es dann um einen Punkt hoch. Also da ticke ich ja völlig anders. Das ist, ja, aber das da ticke ich halt, ja völlig anders. Wem hast du 100 Punkte gegeben in Weiß für Wein Plus? Unter anderem Pettental Keller 16, glaube ich. Mhm. Und Hipping 17. Und hast du schon mal einem Silvaner irgendwie mehr als 95 gegeben? Nein, das ist ja der größte. Doch, es gab mal einen 97er, weiß nicht mehr, welche Lage. Ich glaube, es war Lump, aber jetzt bin mir nicht ganz sicher. Vom Juliusspital, der damals war das wirklich noch unfassbare 14 Alkohol hatte. Mhm. Und ich bin eigentlich nicht der große Freund dieser Alkoholmacht. Aber ich habe den vor 2 oder 3 Jahren wieder probiert und muss dir einfach sagen, der Wein ist nicht ideal mein Geschmack, aber er ist groß. Hm. Aber die Gänsehaut, wie der, bei dem hatte ich nicht. Hm. So, Moin. Und ja, trotz allem, wenn ich jetzt wirklich bis ins Detail gehen müsste, warum er keine 100 Punkte hat, müsste ich über den Wein lauter Sachen erzählen, die er möglicherweise nicht hat. Das will ich aber gar nicht. Nee. Ich will ja darüber reden, wie grandios der eigentlich ist. Mhm. Aber es gibt schon Dinge, die ich weiß, warum er bei mir keine 99 oder sowas hat, sondern warum er die hat, die er hat. Wie gesagt, einen mehr kann man darüber reden. Einen weniger, interessanterweise nicht, weil der Wein ist groß. 94 will ich nicht akzeptieren. Das ist ja normal, finde ich. Also 90 und 95 sind Hürden, die nimmt ein Wein entweder. Also die nimmt er dann weiß man es auch. Mhm. Da musst du dann auch nicht lange drüber diskutieren. Da redest du dann eben nur darüber, nimmt er sie gerade eben oder nimmt er sie mit Anlauf. Aber wenn er sie einmal genommen hat, finde ich, dann weißt du jetzt, der spielt in dieser Liga. Das ist... Genau, das ist für mich auch eine Klassendefinition. Aber für mich ist es eben zum Beispiel so, dass ein 100-Punkte-Wein
nichts anderes ist als ein 99-Punkte-Wein mit besseren, mit netteren Mittrinkern. Also mit dir könnte ich zum Beispiel nie 100 Punkte erreichen. Kleiner Scherz. Also, weil du so niedlich gar nicht gehen tätst, meinst du? Nein, ganz im Ernst, es ist glaube ich, dafür ist es viel zu stimmungsabhängig, das ganze Thema. Also immer, selbst wenn man unter, in einer Abführung, Laborbedingungen verkostet. Also ich hab das erlebt bei einem Wein, den können wir zum Beispiel, ich hätte heute einen 100-Punkte-Wein, den wir trinken können, habe ich im Kühlschrank. Das ist schon mal eine gute Idee. Nämlich den ersten 100-Punkte-Wein, den ich je hatte, 2002 Goldkapsel Künstler. Hm. Den spar dir für was Schönes auf, den habe ich schon getrunken, aus einer perfekten Flasche, mit meinem Podcast-Partner Sascha. Hat eine Dreiviertelstunde überlebt. Das war ein bisschen, den haben wir niedergemacht. Also das müsste man eigentlich, muss man das viel länger und ausführlicher trinken. Aber ja. Das ist wirklich, das ist ja das Debakel an dem Wein, dass der zwei Füllungen gibt. Eine mit Kunststoffkorken, die sind alle tot, und eine mit Naturkorken. Aber auch da gibt es natürlich dann nach 20 Jahren nur noch gute und schlechte Flaschen. Also da gibt es keine zwei identischen Flaschen. Wir hatten eine perfekte Flasche bei einem Hoffest in seinem Garten mit, ne, also so Mehrparteienhaus. Wir saßen da irgendwie in einer Ecke und haben den irgendwie gemeinsam lecker geschlabbert und den Menschen da beim Feiern zugeguckt. Das war grandios. Also das ist super, aber da denke ich wirklich... Ich habe vor ein paar Tagen da die Vierer-Version am Donnerstag mit Freunden. Mhm. Die, wo am Anfang, da war dann so ein bisschen karamellig im ersten Moment, wenn er so lange in der Flasche ist, das war halt eigen. Und am Anfang so die Leute zweifelnd, und ich habe, also bevor ich ihnen gesagt habe, was es ist, je mehr man dann, dann hat ein bisschen Temperatur gekriegt und jeder Schluck hat gesagt, oh Gott, ist das groß. Ja. Oder immer mehr, der hat bei mir damals so 98 bis 100 und am Donnerstag wieder 98 gekriegt. Mhm. Mit einer irren Mineralik. Es ist halt nur Wein, der Riesling-Trinker spaltet, weil er nicht so dieses knackige, fruchtige und Säure, sondern es ist halt Hochheim. Ja, und es ist aber jetzt mit 2002 aber sowieso gut. Nicht mehr. Ja, darf ich mir nochmal nachschenken? Ja. Das machst du ja nur, damit du neilugen kannst. Nee. Ich hab extra, kann jeder sehen, dass ich da... Hast du eine Idee? Ich denke, wir sind immer noch bei Silvana. Also... Also wir haben zumindest auch wieder diese vegetabilen Aromen sofort in der Nase, ne? Ja, und wir sind auch wieder älter. Wir sind... vielleicht noch älter? 11? Na, weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch zweimal 14 gezogen. Aber also wir sind schon wieder deutlich gereift. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich genommen habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Erstmal, es ist wirklich wahnsinnig gut. Mhm. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Es hat ein bisschen mehr so in eine Karamellrichtung. Es hat auf eine gewisse Art und Weise gar keine Frucht. Ohne dass es jetzt deswegen karg wäre. Also da hat auch diese Süße ohne Zucker. Also es hat auch wieder dieses Einladende, dieses Wohlige. Aber diesmal kannst du es keiner Frucht zuordnen. Also du würdest jetzt nicht sagen, hier haben wir Bratapfel oder sowas, sondern ich finde, du bist hier eher in so einer Karamellanmutung. Bei Karamell denken auch alle an Babsüß. Nee. Also nix, keine so, Süße, gar nichts. Einfach nur so ein Karamellaroma. Also man stelle sich vor, man geht irgendwo durch, wo gerade Karamell gemacht wurde. Mhm. Dann hat man auch nichts Süßes am Gaumen, aber es riecht süß. Mhm. Also so diese sehr einladende, und das hat auch eine gewisse Wärme. Der Wein hat aber, glaube ich, auch ein bisschen Alkohol. Das kombiniert sich dann so ganz gut und so entsteht dann dieses Bild, ne? Aus dem Alkohol und der Wärme. Und dem. Also ich weiß, wie viel Alkohol er hat und ganz so viel ist es gar nicht, sondern das ist tatsächlich ein bisschen Jahrgang. Ich glaube, ich kann mich erinnern, welchen ich genommen habe, aber ich hoffe, dass ich richtig bin, dass ich total falsch bin. Mhm. Und Herkunft. Ist ja mehr Säure als das davor. Würde ich vermuten, weil es hat eine etwas schlankere Anmutung an der Stelle. Es hat auch weniger Alkohol als der Vorgänger. Ja. Also ist gut probiert. Und ja, das hier witzigerweise wirkt so auf mich, dass ich denke, das habe ich schon mal getrunken. Aber ich bin leider nicht so ein Gedächtnismonster. Also super gut. Ich denke, wir sind immer noch beim Silvana. Nicht? Wir sind nicht beim Silvana. Da habe ich mir was dabei gedacht. Bissi, habe ich dich doch aufs Glatteis geführt. So, aber so. Das war jetzt nicht um hinterfotzig zu sein, sondern weil das ein ganz spannender Vergleich ist. Und ich weiß ja, dass du Silvana-Liebhaber bist. Ja. Und deswegen habe ich den Silvana mitgebracht und etwas Komplementäres. Etwas Komplementäres. Also etwas, was man damit aus meiner Sicht immer gut vergleichen kann, weil manche Charakteristika sehr ähnlich sind zwischen diesen beiden Sorten. Veltliner? Natürlich. Ja, ja.
Ja, das ist das, was mich dann in dem Moment... Das war nicht, gut, das habe ich schon mal getrunken. Ja, ja, das ist wirklich gut, wie das funktioniert. Ist nicht, das habe ich schon mal getrunken, sondern es ist diese Assoziation. Ja, siehst du? Nee, klar. Aber nur bei den Weingütern, die Veltliner nicht so mollig machen. Ja. Dann, ja, ja. Das ist dann anders als Silvaner, wenn das ein bisschen so fruchtmollig. Weil auch mollige Silvaner sind nicht fruchtig. Ja. Fruchtig sind vielleicht mal so ein paar ganz junge Silvaner, da gibt es sowas. So, die sind vielleicht manchmal auch ein bisschen dahin getrimmt und haben ein bisschen Restzucker oder sowas. Aber gerade die Hochreifen und sowas, die sind zwar mollig, aber sie sind nicht fruchtig. Mhm. Ist bei Veltliner oft anders. Ausgesprochen. Das ist ein Weingut, das halt wirklich knochentrocken, das wirklich mehr auf Mineralik und Nikolai Herkunft oder Dings setzt. Wo sind wir jetzt? Das wäre auch, die hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr Alkohol, ne? Ja. Nee, gar nicht. Nikolaihof geht ja auch mit ganz wenig Alkohol. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber sie schmecken dennoch fast noch ein bisschen altmodischer. Schön. Aber den Vergleich kann ich trotzdem nachvollziehen. Ja. Schön. Aber wir sind in der Wachau. Wir sind in der Wachau, ja. Mhm. Und dann könnte es ja auch 14 sein. Da 14. Ich hatte jetzt das letzte, was ich aus 14 getrunken habe, war Machhandel. Das war auch. Jawohl, das wirkte noch ein bisschen frischer. Das hier könnte fast noch ein bisschen älter sein. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, was ich da rausgenommen habe, ist es nicht älter, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Gut. So, das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Erstens habe ich das noch nicht verkostet. Ich kann nicht mein Gedächtnis anschmeißen. Zweitens macht er das den ganzen Tag und ich nur den halben Tag. Deswegen ja, bin ich jetzt an der Stelle, wo ich sage, erzähl mal. Also wie gesagt, von ist der Domäne Wachau. Domäne Wachau. Und es ist 15 Axe Point Smaragd. Spitz, sehr schön. 15 gilt ja als ganz warmes Jahr und in der, die Wachau steht so mittlerweile im Ruf, dass die Weine alle zu fett wären und dass das alles zu dick und zu, und das ist überhaupt nicht zu dick. Und das aus einem ganz warmen Jahr wie 15, ja. Hat 13% Alkohol, ist präzise, ist strukturiert, ist überhaupt nicht überbordend. Das ist ja auch ein Wein, der in diesem Stil jetzt noch Jahre überdauert. Ist ja, ich habe es schon getrunken, gestehe ich. Also ist ja ein Weingut, was sich auch viel, viel Mühe gibt, deutschen Journalisten und Verkostern die Weine auch nahezubringen. Heinz und Co. waren gerade wieder in Berlin. Mhm. Die machen wirklich nicht nur tollen Wein, sondern die machen sich auch wirklich viel Mühe, uns das immer wieder nahezubringen. Ich war auch schon mal da und so. Das ist schon ein Spitzenweingut und macht was. Eine halbe Million Flaschen, nicht viel mehr. Und eine der besten Genossenschaften der Welt. Ja. Muss man einfach sagen. Genau, muss man dazu sagen, ist eine Genossenschaft. Was sich wieder bestätigt. Ich meine, das Zeug ist einfach gut. Ja, und Büschby ist auch ein Laden, der nicht gerade klein ist. Also ja. Du hast heute die Werbetrommel gerührt für die Großen. Was der für eine Länge noch hat und wie der sich weiterentwickelt dahin und dann auf unheimliche Mineralik endet. Ja, das ist das Tolle. Diese Wärme im Antrunk, diese Wärme in der Nase, was ich so sagte, und dann geht das nachher nach hinten raus, wird das richtig kreidig. Zart, schmürblich, genau. Und so. Und das ist ein Spannungsbogen, der sich da in deinem Mund abspielt. Das ist eine Reise, da musst du nicht zugucken, die machst du quasi selber. Das ist das Schöne. Und der tat sich trotz des Riesen vorher nicht schwer, ne? Nee. Also ich hatte leise Befürchtungen, dass er ein bisschen abkackt, weil ich wusste nicht, was vorher kommt. Aber er kackt nicht ab. Das ist saumäßig gut. Aber jetzt machen wir noch mal kurz hier. Trotzdem ist natürlich der Wine of the Show. Einmal ganz kurz zum Anstoßen, weil das habe ich jetzt gerade beschlossen, war Teil 1. Wir machen das jetzt hier mit. Entschuldigung. Wir machen das jetzt hier mit. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das wird jetzt nur noch schlimmer werden, keine Sorge. Gut. Teil 1, ciao, bis zum nächsten Mal. Das fängt gleich an.